Endlich geht's wieder los. Der OFC ist wieder da. Heute großer Trainingsauftakt. Naja, und gestern gab's schon ein allererstes Treffen. Und tja, der Knüppel hatte Laktattest. Da gucken wir jetzt erstmal rein und dann geht's hier weiter mit der Mannschaft auf diesem wunderbaren Grün. Offenbach. Ich will heim nach Offenbach. Zu den Kickers Offenbach. Auf den Viehberg Offenbach. Der Matthias geht nach Platz. Ja, wir testen den Fitnesszustand der Spieler. Die Spieler hatten jetzt im Urlaub Laufpläne bekommen und jetzt überprüfen wir den Leistungszustand, damit wir jetzt gut in die Runde starten können. Wie muss man sich das genau vorstellen? Was genau passiert hier mit den Spielern? Wir nehmen hier Blutproben, die Spieler laufen eine gewisse Anzahl von Runden und dann werden wir die Blutproben analysieren. Daraufhin entsteht dann ein Trainingsplan oder auch die jeweilige Trainingseinheit. Wie lange dauert das, bis das ausgewertet ist? Das machen wir heute Abend noch. Also morgen zum Trainingsstart haben wir die aktuellen Werte. Laktattest am ersten Tag, das kenne ich schon von den anderen Vereinen. Deswegen ist er geschafft, also passt alles. War es denn sehr anstrengend und wie fertig ist man danach? Ja, also es ist natürlich Ausbelastung, deswegen ist man danach erstmal richtig erschöpft. Aber jetzt mittlerweile kommt die Luft wieder, jetzt geht's wieder. Hast du schon richtig Vorfreude auf Kickers Offenbach? Gab es irgendwelche Reaktionen so auf deinen Wechsel? Was ist auf dich eingeströmt? Natürlich habe ich Vorfreude. Wie gesagt, das ist so mein Jugendverein und natürlich auch viele von zu Hause haben mich schon gefragt. Deswegen freue ich mich natürlich darauf. Ja. Und morgen geht es dann so richtig los mit dem Ball. Da wirst du dann besonders Spaß haben. Ja, auf jeden Fall, mit dem Ball macht es immer Spaß und das ist ja das, wofür wir spielen. Ja. Hast du schon ein bisschen Kontakt mit den Mitspielern bekommen oder wird das erst ab morgen so richtig losgehen? Ja, jetzt in der Kabine ein bisschen, aber ich denke jetzt ab morgen, wenn alle da sind, dann geht es richtig los. Auf heute überhaupt nicht. Das ist natürlich sehr unbeliebt, so ein Laktattest. Aber auf morgen, auf die nächsten Tage dann auf jeden Fall. Ich denke mal, wir sind alle froh, dass es jetzt einfach wieder losgeht. Hatten lang genug Pause und wie schon eben gesagt, wir freuen uns einfach, dass jetzt wieder losgeht und sind gespannt, was uns die nächsten Wochen erwartet. Ich war mit der Familie auf Malta, eine Woche direkt nach dem Saisonende. Und danach habe ich mich fit gehalten, ein bisschen oder sehr viel Zeit mit den Kindern verbracht. Thomas Sobotzig, der UFC-Geschäftsführer, ist da. Erstes Training, endlich sind Sie wieder da. Ja, ist das nicht auch ein tolles Gefühl, auch für den Geschäftsführer? Ja, ich freue mich persönlich sehr, dass es jetzt endlich losgeht. Auch wenn es im Urlaub schön war, hat allen, denke ich, gut getan, etwas abzuschalten und ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. Aber so eine fußballlose Zeit sollte dann schon auch begrenzt sein, habe ich gemerkt. Und die Jungs sind schon hier fleißig jetzt am Laufen. Wer ist denn alles da, beziehungsweise ist der ein oder andere ausgefallen? Mit wem dürfen wir denn heute rechnen beim Trainingsauftakt? Ja, wir sind ja soweit komplett. Der Eli Soriano ist ein bisschen verschnupft. Den haben wir jetzt heute mal zu Hause gelassen. Aber der hat ja gestern den Leistungstest vollständig auch dann absolviert. Sodass wir weitestgehend so aufgestellt sind, wie wir aktuell aufgestellt sind. Okay, und jetzt sind natürlich auch so wieder ein bisschen die Erwartungen gewachsen, weil natürlich tolle Neuzugänge auch gekommen sind. Wir haben ja schon eine richtig gute Mannschaft, also das Motto immer, wir wollen immer ein Ticken besser werden. Ja, natürlich will man sich verbessern, das wollen wir natürlich auch. Es macht ja auch gerade keinen Sinn, irgendwo Spiele zu holen, wenn man ausgehen würde, dass man schlechter wird. Ne? Insofern, natürlich ist der Anspruch, dass wir besser werden, dass wir
uns dort auch entwickeln. Ich denke, dass die Entwicklung des letzten halben Jahres sehr gut war. Und das haben wir den Spielern jetzt auch kurz in der Kabine schon mal angerissen, dass wir darauf aufbauen wollen. Wir wollen genau diese Leidenschaft, diese mannschaftliche Geschlossenheit, diesen Willen, den wollen wir vom ersten Trainingstag an auch auf dem Platz auch immer wieder sehen. Und wollen vor allem auf dem Platz für Schlagzeilen sorgen und nicht außerhalb. Und hier nach dem Trainingsauftakt geht es ja dann im Grunde gleich weiter. Nächsten Samstag geht es los mit den Testspielen. Das steigert sich so und dann geht es auch noch ins Trainingslager. Also da kommt schon was auf die Mannschaft zu. Ja, es wird mit Sicherheit ein knackiges Programm, aber wir haben das bewusst letztendlich auch so gewählt, dass wir eben dann auch die Vorbereitung nicht zu lang machen, denn wir haben ja eine wirkliche Mammutsaison hinter uns. Und da ist es schon wichtig, dass man mit einer großen Freude kommt, dass man Spielfreude entwickeln kann. Und ich glaube, dass wir auch von der Länge her der Vorbereitung auch da das, glaube ich, ganz gut machen. Aber auf eine Sache müssen wir auch noch zu sprechen kommen. Der Spielplan, der hat es ja auch in sich, zumindest der Auftakt. Ja, das ist so. Geht gleich Schlag auf Schlag. Und ich habe heute irgendwo gelesen in Saarbrücken, eine Zeitung, glaube ich, zumindest im Saarland, ich hätte gejammert. Das habe ich nicht. Ich habe nur gesagt, dass es sehr knackig ist. Und dass ich da schon verwundert war, dass man jetzt so viele Topspieler gleich am Anfang hinlegt. Das betrifft ja nicht nur uns, sondern auch die Elversberger oder genauso die Ulmer. Aber wir freuen uns auf jeden Fall drauf und wir freuen uns vor allem darauf, dass die Zuschauer zurückkehren. Ja, und das ist in der Tat eine ganz wichtige Geschichte. Das heißt, du klingst sehr hoffnungsfroh und die Fans dürfen sich auch freuen, nicht nur, dass sie ins Stadion zurück dürfen, sondern dass wir auch eine richtig tolle Mannschaft hier haben. Ich sage immer, die Wahrheit liegt auf dem Platz, deswegen mit den Vorschusslorbeeren ist es immer so eine Sache. Jeder, der zu uns hier gekommen ist, der hat noch kein Tor geschossen, der hat uns auch noch keinen Punkt gebracht und noch nichts für den OFC getan. Das heißt, all das müssen sich diese Jungs auch noch hier arbeiten. Natürlich bekommen sie das Vertrauen hier und wir haben sie geholt, weil wir glauben, dass sie uns helfen können. Aber ich glaube, dass es wir ganz gut tun, erst einmal Taten zu vollbringen, bevor wir irgendjemanden jetzt schon in den Himmel loben. Dann würde ich sagen, schauen wir mal ganz genau hin. Danke. Alles klar, bitteschön. Ich will heim nach Offenbach zu den Kickers. Dejan, mein Lieber, wie sieht's denn aus? Wie fühlt er sich denn an, der Biberer Boden? Sehr gut, sehr gut. Freut mich, dass ich hier bin. Und die Mannschaft, heute der erste Kontakt? Ja, war ja gestern schon beim Lactatis teilweise der erste Kontakt da. Die Mannschaft ist super, also wie die auch einen sofort aufnehmen, ist hervorragend, kann man nichts dagegen sagen. Und das Bällchen, das lief ja schon ganz gut. Ja, hat man gesehen, die Jungs können auf jeden Fall richtig gut kicken. Ich will heim nach Offenbach, zu den Kickers Offenbach. Ja, war gut, wieder ins Training zu starten. Hat mich gefreut, die Jungs kennenzulernen und war eine gute Stimmung am Platz und ja. Ein Wort zur Qualität? Sehr gute Qualität, also freue mich da dazu zu gehören und man merkt auch, dass viel dahinter ist, also dass ein guter Ball gespielt wird hier. Ich will heim nach Offenbach, zu den Kickers Offenbach. Gestern wurde dir ja gequält. Heute war es dann schon ein bisschen besser mit Ball. Wie hat sich das angefühlt? Ja, super nach der langen Zeit. Und war das von gestern der Laktattest? Lag der noch ein bisschen in den Knochen oder spielt das dann keine Rolle mehr? Ja, ein bisschen schon noch, aber jetzt nicht so außergewöhnlich hart. Mhm. Du hast ja auch schon bei mehreren Teams gespielt. Wie war der Einstieg jetzt hier? Ja, war sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen, ja, hat Spaß gemacht. Das heißt, du willst wiederkommen? Auf jeden Fall. Ich will heim nach Offenbach, zu den Kickers Offenbach. So, die hat schon die Socken ausgezogen. Warum? Ja, ein bisschen entspannt. War jetzt das erste Training ein bisschen anstrengend, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und macht Lust auf mehr, oder? Ja, auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Und dann kommen bald die Testspiele? Ja, hoffen wir, dass es bald losgeht. Was ist für dich so das Highlight, wenn du so an die Saison denkst?
das Highlight jetzt von den Testspielen oder insgesamt? Ja, ich denke gegen Rot-Weiß Essen wird ein cooles Testspiel auf jeden Fall. Ein paar Fans hoffentlich. Der verlorene Sohn kehrt heim. Ja, die Biberer Luft, die kennst du. Kenn ich sehr gut, ja. Tut gut, die Luft. Und da hast du mal eine mächtige Prise genommen heute. Auf jeden Fall, war sehr intensiv, aber hat auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht. Bist ja schon ein bisschen rumgekommen, hast hochklassig gespielt. Ja, was sagst du jetzt hier zum Niveau? Sehr gutes Niveau, Tempo war gut, deswegen passt alles. So, dir sind ja heute schon mächtig die Bälle um die Ohren geflogen, aber du konntest auch einiges halten. Ja, war schön mal wieder seit langem auf dem Platz zu stehen, war ja ein bisschen länger her, wo das letzte Training war, noch in meinem Verein, deswegen bin ich froh, dass es endlich wieder losgeht. Aber es sind ein paar Scharfschützen dabei hier. Ja, das stimmt. Niveau ist natürlich gestiegen im Gegensatz zum anderen Verein, aber darauf freue ich mich und den werde ich mir dann auch annehmen. So, jetzt haben wir wunderbares Wetter gehabt und das erste Training, jetzt fängt es an zu regnen. Was soll uns das sagen? Ja, das ist nun mal so, aber wir Fußballer, wir freuen uns im Sommerwetter auch Fußball spielen zu dürfen. Bei diesem Platzverhältnis ist es natürlich hervorragend. Und du freust dich auch, dass du aus dem Urlaub zurück sein kannst und endlich wieder richtig hart arbeiten kannst und darfst und musst? Ja, ich war ein paar Tage länger, hätte ich jetzt keine Beschwerde einreichen wollen, aber das ist okay. Wir sind, glaube ich, alle bereit. Es ist Zeit, dass es wieder losgeht. Konntest ja heute relativ aus dem Vollen schöpfen, hast dir einen ordentlichen Kader. Wie hat er sich angefühlt heute beim ersten Training? Ja, das ist einfach ein erstes Training, das ist so ein bisschen kennenlernen. Die Jungs dürfen wieder Ball berühren. Die letzten 3-4 Wochen haben sie kaum was am Ball gemacht und das ist okay für mich persönlich. Ja, ich bin voller Vorfreude, ich fühle schon, dass es losgeht und deswegen ist es eine super Sache. Jetzt wird erstmal hart trainiert, aber es kommen auch interessante Testspiele. Ja, erstmal wird sehr viel auf dem Platz gearbeitet, im läuferischen Bereich, Kraft-Ausdauer-Bereich und dann kommen schon die ersten Testspiele und dann geht es ja ruckzuck.